Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, die Inspirios sind auf dem Weg. Ist das die Mehrzahl von Inspirio? Ich hoffe es mal. Auf alle Fälle, die fahren jetzt von München nach Heisenberg City rauf. Und ja, da werden wir natürlich jetzt dann gleich mal einsteigen. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir einsteigen, werden wir hier nochmal kurz einen Pinsel rausnehmen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt hier malen möchte, sondern ganz einfach deswegen. Ja, weil wir 11 Züge haben, dann können wir in einen der letzten einsteigen und sehen dann natürlich entsprechend viele Züge entgegenkommen. Und gemalt haben wir ja relativ schnell, wir werden da nichts verpassen. Das war hier beim Ausrufezeichen, glaube ich, genau. Warum nicht mal wieder hier Kopfsteinpflaster? Das wäre doch auch was. So, dann steht nämlich das Polizeifahrzeug neuerdings nicht mehr auf der Wiese, sondern eben hier auf Kopfsteinpflaster. Wenn man das jetzt einfach mal außenrum den Bahnhof anschließen, muss ich auch noch. Sehe ich gerade. Das haben wir noch nicht gemacht. Das werden wir relativ zügig haben, hoffe ich, wenn ich da um die Kurve rumkomme. Das ist dann halt noch die Frage. Also hier der Bahnhofsvorplatz, der besteht mal aus Kopfsteinpflaster. Bis, sagen wir mal, hier hin. Und hier unten machen wir ein bisschen, ja, kaputte Wiese, oder? Moment, wir machen, bevor wir... Ne, wir machen die kaputte Wiese und glätten danach. So, dann können wir das nämlich da auch ein bisschen dunkler machen. Und dann sieht es eben nicht überall gleich grün aus, sondern es ist ein bisschen Abwechslung. Warum nicht hier noch einen kleinen Park? Ja, jetzt komme ich natürlich wieder ins Basteln rein. Keine Angst, wir werden mit dem Zug mitfahren. Machen wir das mal? Ne, das ist eigentlich Eisenbahn. Ne, das war die Eisenbahn. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man eigentlich auch machen. Ja, jetzt wird wieder übermalt. Ich weiß, man kann das je nachdem mit dem Bagger da wieder korrigieren. Aber das funktioniert leider auch nicht jedes Mal, habe ich festgestellt. So, hier ein bisschen so noch. Und weiter vorn lassen wir mal. Beziehungsweise wir machen das noch. Weil sonst hauen uns die Züge dann tatsächlich noch ab. Wäre auch kein Drama. Wir sehen ja unten, dass noch einer reinfährt. Wenn ich mich jetzt hier kurz drehe. Ja, da wartet noch einer. Sehr schön. Gut. Das kann ich hier leider nicht mehr machen. Kann ich das irgendwie mit Asphalt oder so? Nee, geht auch nicht. Ich versuche es mal ganz kurz mit dem Bagger. Ja, das ist das, was ich meinte. Das ist irgendwie relativ fummelig. Irgendwas hat Böhm-Blöhm gemacht. Mal gucken. Kriege ich jetzt irgendwas rauf? Nee, ist mir zu fummelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen das einfacher. Ah, schön, wie hier die Züge durchrauschen. Wir brauchen. Ratet mal genau. Wir brauchen hier ein, zwei Bäume. Dann sieht man das nämlich auch nicht mehr. Ein hier, ein hier, ein hier. Okay, passt. Und dann hätten wir hier noch Folgendes. Wir gucken mal hier oben. Moment, hier. Genau. Euch habe ich gesucht. Ein, zwei Leute, die wir hier noch haben auf diesem Platz. Die hier so random rumstehen. Einmal schön mit drehen. Da fährt der Zug schon wieder los. Okay, keine Ahnung, was die hier machen. Die warten halt auf irgendwas. Auf irgendwas wartet man ja meistens. Was haben wir sonst noch? Eine Schranke und so weiter. Hier haben wir die Teile. Warum nicht irgendwie noch ein, zwei solche? Einfach, weil sie gut aussehen. Jetzt muss ich aber auf die Höhe achten. Bauhöhe. Mal zwei. Was heißt das? Oh, dann ist er noch weiter oben. Der fliegt ein bisschen. Wenn ich den hier hinstelle, ich stelle mal hin. Ja, geht. Ist ein bisschen von krumm nach schief, aber das sieht man vom Bahnhof aus oder wenn man hier durchfährt, sowieso nicht mehr. Gut, das Grobe hätten wir. Klar, hier könnte man auch einen Spielplatz hinstellen. Einen Brunnen und. Machen wir vielleicht noch. Jetzt machen wir aber erstmal die Mitfahrt. Kommt da noch einer? Da käme noch einer. Okay, wir steigen mal bei dem ein. So, dann haben wir eine lange Fahrt vor uns. Ja, so lang ist sie gar nicht. Aber ich hoffe eine schöne. Zumindest wenn wir dann da aus dem Tunnel rauskommen, dann müsste es eigentlich relativ schön werden. Kann der da fahren oder hat der ein Problem? Ne, das wäre komisch, weil ist er nicht der Erste, der rausfährt. Also dann hätten alle ein Problem gehabt. Wir haben extra die Weiche ein bisschen weiter vorne hingesetzt, damit der ganze Zug Platz hat. Hallo Kollege. Auch sehr schöner Sound, muss ich sagen. Und jetzt können wir losdüsen. Falls ihr was im Hintergrund hämmert, die machen immer noch die Balkone. Leute, die oft zusehen, wissen, um was es geht. Die reißen hier die Balkone ab und stellen neue hin. Das dauert halt ein Momentchen, zwei Wochen hieß es. Und ja, es klopft und macht halt dann mal ab und zu. Und im Moment klopft es gerade mal wieder. Wenn man es nicht im Video hört, umso besser. Oh, die Straße, ich muss den Bahnhof noch anschließen. Ja, werde ich noch machen. Aber jetzt fahren wir erstmal mit. Das sollte ich mir eigentlich merken. Weil wir wollen hier sowieso noch mal kurz zurück. Ich möchte irgendwie gucken, wie man dann von hier
zum Hauptbahnhof kommt. Dass wir da vielleicht noch einen Zug lang schicken oder ja, Taxis, wir werden gucken. Und deswegen eben nach der Fahrt landen wir sowieso nochmal hier und dann werde ich auch daran denken, dass da eben tatsächlich der Straßenanschluss noch fehlt, sonst wird mir das Spiel wahrscheinlich nochmal zur Genüge mitteilen. Ja, 11 Züge. Ah, ich denke, das geht schon. Wir haben so viele Signale gesetzt, es ist doch eine längere Strecke hier. Vor allem dadurch, dass wir da diesen Umweg machen mussten hier außenrum und nicht direkt rüber konnten. Sehr schön, habt ihr gesehen, da die Busse, die müssen tatsächlich warten, weil die Züge aus dem Depot kommen. Sehr schön. Gefällt mir. Das wird jetzt halt eine einmalige Sache sein, weil da kommen natürlich nicht mehr ewig viele Züge aus dem Depot raus. Irgendwann ist Feierabend, aber im Moment kommen noch welche. Und eben, wenn wir dann natürlich schauen, ob wir nicht vielleicht noch eine Zugverbindung zum Hauptbahnhof machen, dann kommen da noch weitere raus später. Ich glaube einfach, es wird schwierig, da hinten in den Bahnhof reinzukommen. Definitiv. So, jetzt fahren wir ein bisschen durch die Röhre. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast unter dem Wasser sein. Denke ich mal. Ja, das ist natürlich schwierig, hier unten die Orientierung zu behalten. Für Leute, die nicht mal oberhalb die Orientierung behalten können. So wie ich. Aber ja, aufgrund der Kurve würde ich sagen, jetzt müssten wir langsam wieder an Land kommen. Schwierig zu sagen. Naja, sobald es hell wird da vorne, sind wir im Prinzip über, wie soll ich sagen, da sind wir eigentlich da angekommen, wo es halt rausgeht dann. Anders kann man es gar nicht sagen. Wir sind dann wieder da, wo eigentlich der Bahnhof ist, aber auf der anderen Seite. Das war ja die Grundidee des Ganzen. Es ist eine stete Kurve, sozusagen. Eine lange. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, das ist wahrscheinlich das längste Tunnel, das war. Wir haben noch eines durch den Berg durch. Das ist auch relativ lang, aber dadurch, dass das hier halt eine Kurve macht, wenn man das strecken würde, das wäre wahrscheinlich tatsächlich länger. Aber schau an, da vorne Licht und kein Lag, nichts. Unterirdisch geht's. Vielleicht sollten wir nur noch Tunnels bauen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann haben wir keine Lags mehr, aber ja. Ist halt zum Fahren, sage ich mal, semi-optimal. Und schaut euch das an. Kaum kommen wir raus, haben wir eben wieder einen Lag. Ja, jetzt sieht man da vorne München, das Stadion. Sehr schön. Und hier geht es dann halt gleich wieder in die Röhre rein. Wir kommen jetzt aber relativ schnell wieder raus. Vor allem oben geht es dann durch das eine Städtchen durch. Das haben wir ja extra so gebaut, dass wir da durch die Stadt durchkommen. Ich glaube nicht, dass sie schon was hingebaut haben an Häusern. Da hätte man natürlich auch diese frei platzierbaren Stadtgebäude noch nehmen können, dass wir da selber Hand anlegen. Aber eigentlich möchte ich mich da auch ein bisschen auf die Städtchen verlassen, dass die hier mitspielen. Und dann tatsächlich da Häuser hinstellen, wo sie Häuser hinstellen sollen. So, ist halt eine U-Bahn, der Inspiro, oder die Inspiro. Von daher, ja, sind wir halt viel unter der Erde. Das wurde ja immer verlangt. Heise, machen eine U-Bahn, jetzt haben wir sowas Ähnliches. Wobei eine U-Bahn, meiner Meinung nach, oh, guck mal da oben, Dualflug. Wenn das mal gut geht. eine U-Bahn ist primär was, was man in einer Stadt drin hat. Zumindest nach meinem Empfinden. Nicht etwas, was in eine andere Stadt führt. Das wäre dann ja wahrscheinlich wieder eher eine S-Bahn. Da ist ja egal. Auf alle Fälle, sowas Ähnliches wie eine U-Bahn haben wir jetzt. Die ist relativ lange unter der Erde, deswegen nenne ich die nun einfach mal U-Bahn. So, einmal hier rüber und dann geht es tatsächlich schon wieder in eine Röhre rein. Das kann jetzt aber nur von kurzer Dauer sein eigentlich. Und bis jetzt ist noch keiner entgegengekommen. Ich habe das Gefühl, in Heisenberg City haben wir wahrscheinlich arg Stau. Da war ja sonst schon relativ viel los. Jetzt kommen noch zusätzlich Züge dazu. Weil da... Da müssten uns eigentlich ordentlich viele Züge entgegengekommen sein jetzt. Wir haben so viele vorausgelassen, weil wir da gemalt haben. Nicht, dass wir da ein Problem haben und die gar nicht mehr rauskommen. Nee, da kommt einer. Okay, also funktionieren tut's. Aber man braucht Geduld. Okay, hier runter und dann fahren wir da ein bisschen durch Städtchen durch. Oder die Strecke ist halt tatsächlich so lang, dass das jetzt halt ein Momentchen dauert, bis uns die alle entgegenkommen. Das kann natürlich auch sein. So, wie gesagt, hier fehlen die Häuschen. Da hätten wir wirklich die... Ah, aber guck mal, sie bauen, sie bauen, sie bauen. Aha, sie haben das Gleis entdeckt. Und schon wird gebaut. Sehr schön, genau wie wir wollten. Oh, und jetzt haben wir Rot. Also ich denke, dadurch, ja, dadurch, dass uns der Zug entgegengekommen ist, sehen wir, die Strecke funktioniert. Aber
Wir haben da vorne wahrscheinlich in Heisenberg City ein Problem, würde ich mal behaupten, weil die Züge nicht wirklich reinkommen. Wir sind doch noch relativ ordentlich weit weg. Da steht auch einer, da vorne steht wahrscheinlich einer. Wenn wir hier gucken. Ne, da steht keiner. Wo steht denn einer? Hier steht einer. Weiler? Warum fährt er denn nicht? Bräuchte er hier noch ein Signal? Das könnten wir eigentlich kappen. Das ist ja nur das Depotgleis. Das führt aber hier durch. Nicht, dass das irgendwie ein Durcheinander gibt. Wir kappen das mal. Kappen das noch. Oh, hier steht auch noch was. Moment. Zack. Und schon fährt er nämlich. Okay, dann haben wir im Prinzip den Stau künstlich generiert. Das gibt es ab und zu. Da, sie fahren. Sehr schön. Dann können wir hier hinten eigentlich wieder einsteigen und mitdüsen. Wo war das? Wo war das? Hier. So, da sitzen wir wieder. Und schön wie die Schranken runtergehen. Und ja, ich niese mal hier den Wolf. Mal wieder. Ich glaube, ich bin allergisch auf den Krach. Wenn es dauernd bum 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 zack 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 macht. Naja, jetzt geht's. Jetzt ist die Nase wieder frei. Auch gut. Mäuschen, du musst hier verschwinden. Weil wir wollen durch den Bahnhof durchfahren. Und jetzt, nachdem die da ja jetzt fahren können, müssten uns eigentlich auch noch ein paar entgegenkommen. Vorausgesetzt, sie haben freie Fahrt da in Heisenberg City. Oder mehr oder weniger freie Fahrt. Da kommt ja schon ein Pastor. Sehr nett. Ja, da rechts sehen wir die vielen Güterzüge. Das ist ein relativ dicht befahrener Bahnhof. Jetzt haben wir schon wieder rot. Echt? Irgendwie? Warum denn? Da vorne haben wir doch ein Signal. Wo brennt es denn jetzt? Das ist doch ein Signal. Der müsste doch... Ach, hier ist das Signal irgendwie. Okay, das ist irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Das kappen wir mal. Beziehungsweise, Moment. Da haben wir das. Ja, ja, das ist irgendwie falsch. Das ist eh das, was ich gesagt habe, als wir sie gesetzt haben. Dass das eigentlich kein Drama ist, wenn die falsch sind. Aber dann hat man halt den Effekt, dass sie eben nicht frei fahren können. So, da kommt er. Daher einsteigen. Und Reststrecke genießen. So, und man stellt es ja fest, wenn etwas eben nicht stimmt mit den Signalen, weil eben dann stehen die Züge plötzlich an Orten, wo es eigentlich keinen Sinn macht, weil vorhin kein Zug ist. Also von daher haben wir es ja jetzt auch gemerkt. So, nochmal Tunnel und dann müssen wir eigentlich da hinten, glaube ich, auf den Damm raufkommen. Und dann geht es Richtung Bahnhof. Ja, jetzt haben wir nochmal rot, kann das sein? Ja, wir werden verdächtig langsam. Okay, und wir haben tatsächlich nochmal rot. Wir steigen mal nochmal kurz aus und gehen schauen. Ja, da steht einer. Da kommt aber auch einer und der kann fahren. Das heißt, wir können auch wieder fahren. Kriege ich dich nochmal zu fassen? Jawohl. Ja, eben, da vorne ist halt viel Betrieb. Da kommen so viele Züge zusammen. Wundert mich fast ein bisschen, wie reibungslos das eigentlich tatsächlich geht. Denn ja, es kamen uns ja doch schon wieder ein paar entgegen. Also es scheint zu funktionieren. Da kommt der nächste. Passt soweit. Würde ich mal meinen. Und dann fahren wir hier in unser Städtchen rein. Der Bahnhof hier vorne, der gehört schon auch zu den Bahnhöfen, die ordentlich, ordentlich belebt sind. Man sieht, der Starter Kista, der muss warten. Der hat aber eigentlich auch ein Signal. Haben hier die Inspiros Vorfahrt? Offensichtlich ja. Sieht zumindest gerade so aus. Nee, doch nicht. Irgendwie haben wir rot. Weil da auch einer steht. Jetzt haben wir das, was ich gesagt habe. Ist aber cool. Also ich denke, hier kann man tatsächlich auch stehen bleiben. Schaut euch mal die Aussicht an. Da mit Kran, da oben Flugzeug. Da hinten, ja, Heisenberg City. Die haben hier auch aufgerüstet. Heiliges bisschen hier mit diesen Wohnhäusern. Das sieht schon immer wieder cool aus. Sollen wir warten oder? Ja, er kann fahren. Das heißt, wir warten mal. Wenn jetzt nicht der Kiss noch Vorfahrt hat, dann können wir eigentlich auch losdüsen. Aber wenn wir jetzt Vorfahrt haben, dann hat natürlich der Kiss irgendwie gar nie mehr Vorfahrt. Dann wartet er hier bis morgen früh. Wir können hier aber mit Gleisen nichts mehr machen. Schaut mal, das wird schwierig. Hier sind Häuser. Da links kommt noch die Dampflokomotive daher. Diese schnellste Schnellzug-Dampflokomotive. Oh, na das ist doch mal ein Bild. Mit den ICs und hier mit der... Eieiei, Norfolk. Sehr schön. Rechts noch der TEE. Wow. Nett. Da wartet man gerne. Kein Problem. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um den Starter Kiss. Ob der dann auch irgendwann vielleicht nochmal wieder in den Bahnhof ran darf. Da kommt noch der Hybrid. Ja, soviel zum Thema eben. Viel los hier in Heisenberg City.
Wir warten mal. Ja, ich kann hier halt... Ich steige mal ganz kurz aus. Wir haben den Zug ja hier im Visier. Wenn ich hier irgendwie nochmal ein Gleis mache, damit der Kiss hier separat rein kann. Es wird halt schwierig. Ich guck mal ganz kurz. Sonst fahren wir da mit dem rein, wenn es zu lange dauert. Wenn wir hier, sagen wir hier mal eine Weiche machen. Das würde funktionieren. Die Häuser hier, die wären natürlich weg, das ist klar. Es würde aber theoretisch gehen. Dann hätten wir hier das Problem mit dem Pfeiler. Da müssen wir die Brücke kappen. Das kann man tun. Dann kämen wir hier vorne rein. Halt dann in das Gleis von den Turbos. Das bringt auch nichts. Also da muss er halt hier warten. Es ist halt viele Züge. Dann muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. So, wir steigen ein. Die müssen aber viel Geduld haben, weil wir haben ja tatsächlich die ganze Zeit Vorfahrt. So, ist wieder rot. Der fährt da hinten gerade im Bahnhof rein. Die Zeit nehmen wir uns, weil das ist relativ cool hier, finde ich. Man sieht den Fernsehturm. Ja, und hier wieder sehr schön die schnellste Dampflok oder die schnellste Schnellzugdampflok, die es gibt mit den amerikanischen Wagen. Wir haben hier ja zuerst andere Wagen gehabt. Und dann habe ich beim letzten Zug diese amerikanischen Doppelstöcke genommen. Oder Doppelstöcker. Und dann hieß es in den Kommentaren, nimm doch beim Fahrzeugersatz auch die. Und das habe ich gemacht. Deswegen fahren hier jetzt tatsächlich nur noch die rum mit diesen amerikanischen Wagen. Der Hybrid sieht auch aus, als wäre er schon ein paar Meter unterwegs gewesen. Eieiei. Und da wieder der TE. Haben wir halt auch relativ viele Züge auf die Linie genommen. Beim Turbo ebenso. Auch der muss warten. Nett. Da müsste man sich mal da oben irgendwie auf den Hügel stellen. Und einfach mal ein Momentchen hier auf... Ein Momentchen auf den Bahnhof runter gucken. Das könnte natürlich durchaus noch gewisse Qualität haben, wenn man hier guckt, was hier alles verkehrt. Mit welcher Schlagzahl. Krass. Hallo Turbo. So, ab in unser Gleis und wir kommen in Heisenberg City an. Jetzt werde ich gleich mal noch kurz gucken, ob hier vielleicht jemand mitfährt. Ich glaube nicht. Da rechts, das ist ja nicht unser Gleis, da stehen zwar viele Leute. Aber die warten auf einen anderen Zug. Hier ist eigentlich, ja, kaum jemand. Mal gucken, vielleicht steigt da jemand ein. Und dann gehen wir mal kurz auf diesen Hügel, würde ich vorschlagen, um zu gucken, ob das tatsächlich cool aussieht. Nee, das sind natürlich auch zu viele Züge. Ganz einfach. Da hinten kommt dann schon der nächste. Okay, wir schauen mal. Ja, das ist nett. Jetzt Hügel. Mit Hügel meinte ich eigentlich das hier. Das sieht man aber irgendwie nicht auf dem Bahnhof runter. Ja, das funktioniert doch nicht ganz so, wie ich wollte. Sieht zwar auch nett aus, aber da fehlt ein bisschen, ja, die genaue Sicht. Mal hier runter gehen. Das ist einfach ein cooles Städtchen, weil sie eben auch so richtig schön um den Bahnhof rumgebaut haben. Hier haben wir noch ein Loch. Da würde ich sagen, da stellen wir dann frei platzierbare Gebäude hin. Gerne ein paar höhere, damit dieser Bahnhof hier tatsächlich ein bisschen eingekesselt ist. So, der fährt wieder raus. Wie sieht es eigentlich mit Kollege Stadler Kiss aus? Ich werde gleich mal gucken. Ah, da. Schade, ich dachte, dass die fahren können, aber da kommt nochmal ein Hybrid rein. Hier nochmal ein Inspiro und... Ja, nee, das hat natürlich keine Zukunft. Aber warum haben denn die dauernd Vortritt? Das müsste man doch anders lösen, dass das ein bisschen abwechselt. Weil der wartet hier seit mindestens 10 Minuten. Der wartet hier wahrscheinlich, seit der erste Inspiro da reingefahren ist. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Sollen wir dem nicht doch irgendwie die Möglichkeit geben, dass er hier hin kann? Aber schaut mal, was hier los ist. Das bringt nichts. Wir haben hier einfach für das, was wir an Gleis haben, sehr, sehr viele Züge. Und dadurch haben wir natürlich auch diese Wartezeiten. Aber dafür sieht es halt einfach klasse aus. Also, ich muss sagen, mir gefällt das Städtchen. Absolut, hier mit den ICs und Co. Cool. Gut, mal schauen, ob der Stadler Kiss dann irgendwann in 2000 Jahren wieder fahren darf. Wir müssen mal nochmal kurz zurück nach München, denn A, wollten wir hier noch den Bahnhof anschließen und B, gucken, wie man hier von diesem Bahnhof nach da hinten kommt, in den Hauptbahnhof, ob das irgendwie machbar ist. Also, Straße anschließen. Ich hoffe mal, ich täusche mich nicht und das geht tatsächlich relativ einfach. Wir werden es gleich wissen. Ich nehme jetzt hier mal eine relativ kleine, schmale Straße, weil die haben wir hier eigentlich auch. Und hier muss ja keiner lang. Hier kann man eigentlich zu Fuß lang. Und das geht perfekt. Sehr schön. Wenn wir es jetzt noch anschließen können, hier hinten, muss es nur wieder erwischen, das Ding. Ja, das ist jetzt genau das Problem. Schade eigentlich. Geht das irgendwo hier hinten raus? Ja, hier geht's. Okay, dann machen wir dich dahin. Und verbinden dich nach hier unten. Und sehr schön.
Dann haben wir hier unseren Anschluss für den Bahnhof. Die Leute warten ja auch schon. Bestens. Gut, jetzt ist halt tatsächlich die Frage. Wie kommt man von hier zum Hauptbahnhof? Ach, wisst ihr was? Da oben ist ja eh gleich die S-Bahn. Hier. Hier ist die S-Bahn-Station. Da kann man einsteigen. Die fährt da zum Hauptbahnhof rauf. Das sind eigentlich ein paar Meter. Also wenn man hier zu Fuß rausgeht, hier rüber ist man eh schon da. Auf der anderen Seite, ich hätte hier natürlich gerne durchaus nochmal einen Zug. Wenn wir schon einen Bahnhof haben mit drei Gleisen, wäre es eigentlich naheliegend, dass wir gucken, dass wir da noch reinkommen. Die Frage ist halt definitiv wie. Ich meine, man kann ja als Alternative die S-Bahn nehmen. Man kann aber hier auch umsteigen und mit einer anderen Bahn noch nach hier hinten düsen. Die Frage ist halt, mit welcher? Weil hier haben wir das gleiche Problem in Anführungs- und Schlusszeichen. Hier haben wir so viele Züge. Wenn wir hier jetzt wieder noch weitere dazu tun, das wird dann wieder eher schwierig. Wir könnten je nachdem vielleicht hier sogar die Spanisch-Brötli-Bahn mit benutzen. Nee, das würde ich nicht, weil die sind zu langsam. Das funktioniert nicht. Wir haben aber hier noch Gleise. Was machen wir mit denen? Wenn wir hier unterirdisch gehen, dass wir halt tatsächlich eine unterirdische Verbindung machen. Von hier nach da. Das könnte man doch tun. Lasst uns mal schauen. Immer mal kurz Pause. Das gibt jetzt eher einen Test, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert. Wie eigentlich jedes Mal, wenn wir bauen. Also, machen wir mal Hochgeschwindigkeit. Wenn wir hier, sagen wir, dran vorbeigehen und runtergehen, kriegen wir hier nochmal einen Tunnel hin mit Portal. Das wäre eigentlich relativ schick. Und klappt, so wie es aussieht, eigentlich nicht wirklich. Wenn ich hier mit N arbeite oder mit M, nee, geht... Oh, Moment. Nee, geht auch nicht. Gut, das klappt nicht. Nur das Gleis nehmen, haben wir ein bisschen mehr Weg. Wir kommen nicht rechtzeitig runter. Da kann ich auch nicht viel machen. Weil wir können nicht mehr Weg generieren, wenn hier hinten der Bahnhof ist. Was können wir machen? Wir können hier eigentlich rüber. Wer ist hier unterwegs? Hier auf dieser Linie. Aha, die Spanisch-Brötli-Bahn. Okay, die muss da eh schon warten. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch nochmal eine Kreuzung machen. Das Problem ist einfach, die Spanisch-Brötli-Bahn wartet dann Ewigkeiten. Die kommt dann gar nicht mehr raus. Wenn wir hier oben kreuzen, wer fährt denn hier lang? Gar keiner. Aha, warum haben wir das gebaut? Hat das einen bestimmten Grund? Moment. Ja, da fährt gar keiner. Da fuhr wahrscheinlich ursprünglich mal jemand. Okay, dann könnten wir das doch irgendwie nutzen. Also zumindest könnten wir hier kreuzen. Und dann hier oben. Boah, das ist gar nicht ohne. Wir müssten tatsächlich unter die... Oder auf eine Brücke. Das war halt nochmal eine Brücke, Mann. Moment, wir gehen mal hier raus. Sagen wir mal bis hier hin. Ich nehme doch altes Gleis. Okay, mit maximaler Steigung. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel andocken... Ich teste mal. Merkt man's? Dann kommen wir. Ja, das klappt nicht. Also nicht aus der Richtung. Schwierig. Ich wusste schon, als ich gesagt habe, dass wir eine Verbindung machen, dass das nicht ganz ohne wird. Wir haben hier schon so viele Sachen. Wie wäre das am besten? Und die Frage ist natürlich auch, wie sieht es am besten aus? Also was tut der Optik noch gut? Irgendwie wäre es nett, tatsächlich, wenn wir hier rüber könnten. Und hier in den Tunnel rein. Das Problem ist halt, wenn wir hier kreuzen. Diese Gleise von der Spanisch-Brötli-Bahn werden wir hier hochgezogen und müssen dann von hier aus runterkommen. Das Gleis könnten wir kappen. Hier fährt ja eh keiner lang. Das ist hat oder das hat vielleicht auch irgendwie mit dem Depot zu tun, was wir gebaut haben. Dass die Züge hier auf die Linie kommen. Ich weiß nicht. Wir kappen das mal und gucken, weil das können wir ja wieder hinstellen. Das ist ja kein Ding. Wenn wir es denn doch irgendwie brauchen. Dann wären wir mal hier. Jetzt müssen wir von hier hinten. Oder wir gehen hier schon mal runter. Da, Moment, da war die Stelle. Ich habe sie gerade gesehen. Mach Tunnel. So, so geht's. Ist das okay? Ich denke ja. Wir kreuzen dann halt tatsächlich nochmal die Spanisch-Brötli-Bahn. Und das ist das, was ich eben nicht wollte. Weil die sonst gar nicht mehr fährt. Aber wir können es ja auch so machen, dass wir nicht 10.000 Züge installieren. Machen wir es mal so. Was haben wir hier für ein Portal hier unten? Das müsste das normale sein. Machen wir das hier auch, damit wir eine Gleichheit haben. Aber hier kreuzen wir natürlich auch mit denen. Ah, das ist alles irgendwie nicht wirklich ideal. Nee, gefällt mir nicht. Kann ich hier meinen Knubbel nochmal haben? Wahrscheinlich funktioniert es aber genau deswegen. Weil wir eben hier kreuzen, dann wird das sozusagen gezwungen auf die richtige Höhe. Wir kommen hier so nicht raus. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht hier kreuzen und da kreuzen und überall kreuzen. Das kann es nicht sein. Das muss doch irgendwie möglich sein, dass wir hier früher
unter die Erde komme. Vielleicht, ich habe sogar gerade die Idee gehabt, wenn wir hier einen Hügel bauen. Kommen wir da nicht sowieso schneller rein? Oder wenn wir es halt in kurzen Schritten bauen? Die beiden Gleise müssten weg. Das würde wahrscheinlich sogar reichen, wenn die weg wären. Aber dann kommt die Spanisch-Brötli-Bahn nicht mehr rein. Was machen wir dann mit der? Mit der könnten wir oben durch. Okay, wisst ihr was? Halleluja, das kommt mal weg. So, die Spanisch-Brötli-Bahn kann natürlich nicht mehr fahren, aber wir sind ja auch im Pausenmodus. Mal gucken, wenn wir das so machen. So, hier runter. Wo gibt's das Portal? Gar nirgends. Aha, doch, hier. Im Prinzip genau danach. Kriegen wir das Portal nicht noch ein bisschen weiter nach hier unten? Das ist jetzt die Frage. Das ist die falsche Richtung. Und mit M&N kann ich nichts machen. Damit wir eben hier lang können. Teste mal ein paar Sachen. Das geht nicht. Also das Einzige, was tatsächlich geht, wäre das hier. Das würde aber dafür wirklich funktionieren. Wie kriegen wir denn jetzt das Portal noch ein bisschen zurück? Dass wir von hier wieder da reinkommen. Irgendwie müsste es doch zu machen sein. Wisst ihr was, wir bauen das mal. Stimmt die Seite? Mit dem Gleis werden wir gar nichts mehr machen können. Da ist ein Pfeiler, da können wir höchstens auf der Seite durch. Das können wir ja machen, aber ich würde dann hier das zweite Gleis nehmen und eine Weiche installieren. Oder wir machen es gleich mal... Moment. Nehmen das nochmal weg. Wir nehmen diese Gleise. Das wird hier keinen Einfluss haben. Ja, das wäre natürlich jetzt noch schön gewesen, wenn man von hier kommend das Portal ein bisschen eher hätte. Haben wir aber nicht. Haben wir genau mittendrin. Okay, wir gehen gerade raus. Wir bauen das und dann müssen wir gucken, was wir mit der Spanisch-Brötli-Bahn denn so anstellen wollen. So, bitte folgen. Da rein. Wunderbar. Und jetzt werden wir aber tatsächlich gucken. Ja, das könnte nicht ohne werden. Mal schauen. Ihr kommt von hier, geht da lang und müsstet im Prinzip hier geradeaus und dann eine Kurve machen, wenn man hier so guckt. Das könnte jetzt tatsächlich schwierig werden. Da kommen wir nicht vorbei. Hier auf eine Brücke rauf. Dass wir mit der Spanisch-Brötli-Bahn hier auf eine Brücke raufgehen. Hätten wir den Platz? Ja, plus minus ja. Was ist denn das hier noch für ein Gleis? Aha, das ist da einfach mal. Okay, das müsste doch eigentlich zu machen sein, dass wir hier nochmal eine Brücke rüberziehen. Hier ist halt auch eine Brücke. Eine Brücke über die Brücke und dann hier wieder in die Gleise rein. Wenn ich das jetzt mache, am Schluss weiß ich nicht mehr, wo wir tatsächlich drin waren mit der Spanisch-Brötli-Bahn. Aber das kann ich eigentlich gucken. Wenn ich die hier nehme, kein Weg ist klar. Ich bräuchte mal die Linie. Hier ist ja noch eingezeichnet. Aha, nach da außen müssen wir. Und das machen wir, indem wir hier einfach rübergehen. Okay, das wäre soweit in Ordnung. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir kappen das mal noch und das. Weil wir müssen jetzt hier gucken, dass wir irgendwie Höhe gewinnen, wenn das denn funktionieren würde. Keine Ahnung. Also hier raus. Höhe. Geht überhaupt nicht. Okay, also das mit einer Brücke klappt gar nicht. Das funktioniert nicht. Unter die Erde. Klappt auch nicht. Okay, dann müssen wir das so machen, dass wir hier im Prinzip langkommen. Und dann hier zu einer Kurve ansetzen. Und warum nicht dieses Gleis, was wir hier abgerissen haben, nehmen? Ja, das wäre doch auch eine Möglichkeit. Mal ebenerdig. Machen das hier dran vorbei. Vielleicht sogar ein bisschen zurück noch. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Ne, Krümmung zu groß. Okay, also rauskommen wir. Ich gucke gerade, wo wir hin müssten. Oh, bis nach hier oben. Okay, dann gehen wir eben hier oben rein. Das ist ja nicht auch egal. Dann können wir das hier aber ganz kappen. Machen wir hier alles weg. So, hier auch. Das noch, das noch. Ja, ist eine gröbere Umbauarbeit, aber das war mir klar. Wenn man hier an dem Bahnhof nochmal was macht, dass das Arbeit gibt. Also, von wo nach wo wollte ich? Ich wollte mit dem Gleis. Hier runter. Möglichst mit dem möglichst besten Bogen. Das wäre so. Und dann müssen wir eben hier rüber. Da müssen wir, je nachdem das Signal da noch kappen. Ah, sieht nicht mehr so aus. Geht das überhaupt? Nee, irgendwas ist im Weg.
Also der Zug kann es nicht sein, der wird nicht mitberechnet. Aber wir können ja mal gucken, ob wir von hier rauskommen. Da sind halt Weichen und alles Mögliche noch im Weg. Ja. Wir können auch hier weiter draußen rüber. Das ist eigentlich auch egal. Oder früher. Moment. Wir versuchen es mal mit früher. Was so machen? Das würde gehen. Das wird aber vom Winkel her natürlich wieder nicht klappen. Und das klappt eben auch nicht. Aber das würde klappen, dass wir da rüberkommen. Dann müssten wir den Winkel nochmal ändern. Vielleicht hier sogar ein bisschen Schwung holen. Ist ja die Spanisch-Brötli-Bahn. Die darf das eigentlich. Und die muss ja nur in eine Linie, in eine Richtung funktionieren. Das heißt, das hier könnten wir je nachdem auch wieder kappen. Ja, wir machen das so. Wir müssen vom Bahnhof rauskommen. Anders geht's ja gar nicht. Wir können nicht von hier her bauen und dann da nicht reinkommen. Sondern wir müssen das so machen. Dass wir hier so rübergehen. Okay, und jetzt mit dem Gleis irgendwie hier oben reinkommen. Eben hier. Das wird so nicht klappen, ganz klar. Aber wenn wir das irgendwie ein bisschen gebogener machen, warum die Spanisch-Brötli-Bahn? Ach, wir können das Gleis auch hier durchziehen. Natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir das kappen. Hier rauf gehen, hier runter, dann holt sie so ein bisschen Schwung und geht dann hier rein. Weil anders geht's nicht. Wir kommen hier tatsächlich nicht früher raus. Und hier kommen wir nicht früher rüber. Haben wir ja noch viel Bahnhof? Ein bisschen haben wir noch. Da haben wir eine X-Weiche. Das heißt, ich komme hier nicht rüber. Also das ist wahrscheinlich schon mehr oder weniger der einzige Punkt, der funktioniert. Das wäre der maximale Bogen, beziehungsweise der kleinste Bogen. Das teste ich gerade mal. Oh, nicht abstürzen, Spiel, bitteschön. Mal gucken, wo das funktionieren würde. Boah, jetzt ist natürlich schon das arme Spiel, was das jetzt alles berechnen muss, ja mit den Brücken und so weiter. Das kann ich so nicht gucken. Das funktioniert nicht. Ich baue es einfach mal. So, das wäre wie gesagt so. Dass wir da eben unten durchkommen. Das müsste eigentlich zu schaffen sein, dass wir da unten durchkommen. So, Mann. Kaufen. Und jetzt hier rüber. Jawohl, das klappt sogar. Sehr schön. So, mitnehmen. Und dann hier unten rein. Und wunderbar, dann haben wir es schon. Dann sind die jetzt natürlich falsch. Die müssen wir... Oh Gott, nee, drehen können wir die nicht. Wie kriegen wir dich denn jetzt hier auf dieses Gleis? Wir müssen nochmal eine Verbindung haben von da nach da. Und das wird genau nicht funktionieren. Im Prinzip hätte diese Spanisch-Brötli-Bahn eigentlich hier hinten sein sollen. Da hätte ich jetzt das Spiel laufen lassen sollen. Arg, okay. Aber es funktioniert. Das heißt, wir können mit dem Gleis hier dann weitergehen. Was machen wir denn jetzt mit dir, Kollege? Ich kann dich nicht drehen. Du bist hier auf einer eingleisigen Strecke und müsstest irgendwie hier rauf. Jetzt müssten wir eine einmalige Möglichkeit haben, dass der da rauf fährt. Ja, das wird lustig. Moment. kriege ich hier vielleicht irgendwie... Ne, müsste ja schon vor dem Zug sein. Dass wir hier irgendwie die Möglichkeit haben... Geht das echt? Ne, das ist doch keine Weiche. Das ist wahrscheinlich eine Kreuzung. Jawohl, das ist eine Kreuzung. Wäre interessant gewesen, wenn das plötzlich funktionieren würde. Moment, da war doch gerade eine Stelle... Aha, jetzt geht's plötzlich. Come on, bau das mal. Aha, dann haben wir das umsonst gebaut. Na, das ist ja auch nicht schlecht. Warum geht denn das jetzt plötzlich? Vorher ging es ja auch nicht. Das ist ja interessant. Kann ich das kappen oder gibt es da eine Fehlermeldung? Wir kappen das nochmal. Weil wir brauchen sie nicht mehr. Jetzt haben wir die Spanisch-Brötli-Bahn im Prinzip gerettet. Dann brauchen wir diese Kreuzung hier nicht. Ist die bessere Variante. Ist mir nur nicht ganz klar, warum das plötzlich funktioniert. Und vorher ja gar nicht ging. Ja, noch ein Stück weg. So, Bagger. Blödsinn. Nicht Bagger, sondern Wischmob. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich ein bisschen was zu reparieren. So, weil sonst machen wir das nicht mehr. Wenn wir es jetzt nicht machen, ich kenne mich doch. Jetzt können wir eigentlich das Gleis da auch wieder nehmen. Im Prinzip, warum geht denn das jetzt plötzlich? Und vorher ging es nicht. Schnallt das jemand von euch? Was ist jetzt anders als vorher von der Biegung her? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber okay, ist ja eigentlich auch Schnuppe. Hauptsache es funktioniert. So, kommen wir hier raus. Jawohl, dann können wir nur nämlich hier wieder rein. Dann haben wir das auch wieder gebaut. Auch wenn wir es im Moment gar nicht brauchen. Also, die Spanisch-Brötli-Bahn wäre sozusagen gerettet. Die fährt da rein. Das hat alles seine Ordnung. Was sie nicht haben, ist ein Signal. Das würde ich vielleicht noch schnell setzen. Hier unten am besten.
damit sie eben auch warten müssen. Sonst haben dann alle anderen keine Vorfahrt. Okay, geht da rein, geht hier wieder raus. Das stimmt tatsächlich alles wieder so, wie es sein sollte. Sagen auf. Dich hier können wir eigentlich auch kappen. Was bist du denn jetzt noch? Ach, wir haben... Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben natürlich hier oben... Jetzt weiß ich, warum es klappt. Jetzt wahrscheinlich habt ihr es auch schon lange gemerkt und denkt, der Heisi merkt es aber nicht. Doch, doch. Wir haben hier natürlich mehr Platz, weil wir in dieses neue Gleis da oben reingehen. Und nicht in das, was wir da zuerst gebaut haben. Gut, das kommt weg. Vielleicht nochmal kurz gucken. Jawohl. Weg. 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 Ganz sachte. Weg. Alles wegkriegen. Wo geht das hin? Das sind im Prinzip einfach Weichen. Ist hier, war hier nicht mal eine Linie drauf? Oh Gott, bitte nicht. Wenn ich jetzt hier gucke. Nee, das ist genau dieses eine leere Gleis. Hier haben wir diese lilafarbene Linie, die geht da rauf. Das hat schon seine Richtigkeit. Warum wir das mal gebaut haben, ich weiß es gerade nicht. Aber, wisst ihr was, wir lassen es. Wir kappen das bis hier hin. Ah, ich möchte nicht das Gleis kappen, sondern euch hier. Na, zack. Hier kann ich irgendwie nur das Gleis kappen. Kann das sein? Ein bisschen rauszoomen. Jetzt geht's. So, und da machen wir das nämlich folgendermaßen, dass das hier im Prinzip einfach ein Abstellgleis gibt, wo wir dann je nachdem noch einen Zug draufsetzen. Das geht dann bis hier hin. Zack, wir haben ja wunderbar die Prellböcke dort. Das klappt also perfekt. Kommen wir hier noch rein? Nein, dann lassen wir es. Gut, dann haben wir das soweit auch geregelt. Irgendwie kriegen wir hier einen Zug rauf. Dann müsste man da einfach eine Spitzkehre machen. Dann würde das schon gehen. So, wir lassen mal laufen. Hui, war das jetzt ein Gebaue. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Und seid noch da. Gibt auch eine längere Folge. Aber dafür haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir diesen neuen Bahnhof da unten tatsächlich mit dem Hauptbahnhof hier verbinden können. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Danke für eure Geduld. Und siehe da, wir haben es doch noch geschafft. Okay, macht's gut. Bis denne. Tschüss.